Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute machen wir mal wieder einen Waldvlog und wir sind jetzt wieder, wir waren ja vor Tagen schon hier im Wald, überall liegt hier noch Holz und jetzt werden wir uns mal an Spalten begeben, ne? Jo, das machen wir mit der Hand und für Faule mit der Maschine. Ja. Aber es ist ja erst der Erste zum Auskatern, gibt es nichts Besseres. Ja, und dann nehmen wir euch mal mit, wa? Freunde, hier haben wir natürlich wieder unseren schönen Fendt Farmer 2. Spalter dahinter, super Teilchen. Er hat vor Tage ja wieder alles gezeigt, was er kann. Ihr habt es ja gesehen, der Fendt hatte vor Tage wieder 100 statt 38 PS. Hier haben wir wieder eine Gitterbox, da kommen jetzt das ganze Holz rein. Davor vom Kollegen wieder den 6-11er, den haben wir lieber mal nur für die leichten Arbeiten eingeteilt. Und wir hatten ja hier, haben wir ja Holz gesägt, da hinten liegt noch ein Stängel. Und aber da hinten hatten wir auch noch, habe ich euch ja gesagt, dass da hinten noch was umgefallen ist. Und da laufen wir jetzt nochmal hin und gucken uns das nochmal an. Hier sehen wir wieder die guten Spuren des Fendt-Farmers los. Gehen wir mal gucken. Hier haben wir noch ein bisschen Holz. Da haben wir noch das Holz. Aber das habe ich euch ja auch alles schon vom Tag gezeigt. Aber ist noch nicht Frost genug. Da können wir noch nichts machen. Da müssen wir noch mal bis zum nächsten Frost warten. Dann gehen wir mal lieber wieder an Spalten dran. Vielleicht machen wir das Holz auch noch heute ein bisschen weg. Aber dann warten wir erstmal, bis der Alte kommt. Der kann das hier schön rüberschleppen. Dafür stellen wir uns einen richtigen Öl oder so ein. Aber das müssen wir natürlich nicht selber machen. Da schleppen wir einen Alten dran. So, dann werden wir mal anfangen zu spalten. Machen wir erstmal die Zapfwelle an. 1000er Zapfwelle, gucken, ob wir langsam kommen lassen und dann läuft es schon. Jetzt noch vernünftig Gas dabei, weil wir wollen ja auch heute noch fertig werden, wisst ihr ja. Jetzt gucken wir mal, was der Spalter macht. Ein bisschen haben wir ja schon gespalten. Butter, wie geschnitten Brot. Die gute Eiche, Freunde. Da sitzt richtig Geld hinter. Thank you.
So, Freunde, die eine Kiste ist voll. Wir setzen die jetzt mal eben hier hin. Ihr muss nämlich weg. Wir brauchen nämlich eine neue. So, hier haben wir jetzt einen schönen Platz dafür. Wir hätten die natürlich auch mitten hier auf den Weg stellen können. Dann kommen sie alle nicht mehr zu ihrem Haus. Aber das machen wir jetzt mal nicht. Die nehmen wir vielleicht gleich auch mit. Mal gucken. Und dann nehmen wir mal da hinten unsere zweite Kiste. Da haben wir mal eben hier die schönen Maschinen umgesetzt, damit die nicht festrosten. Nein, das hat folgenden Grund, damit wir schöner spalten können. Denn man kann besser mit Faulen arbeiten als mit Dummen, nicht wahr? Und dann werden wir jetzt auch direkt weiter spalten. Was sagen Sie denn eigentlich so zum Spalter? Ja, top Ding. Spaltet genau. Geht viel bequemer als mit der Axt. Ja, durch das Kreuz können wir natürlich effizient arbeiten. Erspart uns circa die Hälfte an der Zeit. Sicher geht das nicht bei jedem Stücken, aber bei den meisten, wie man hier sieht, geht das ganz einfach. Geht so durch. Da nimmt man sich die Klötze. Manchmal haken da ein bisschen, dann dreht man die und dann kann man das direkt nochmal machen. Und so hat man schnell viel Holz zusammen
Also echt schön, viel schöner als mit der Hand oder mit einem Teil. So Freunde, wir sind wieder auf dem Weg nach Hause. Die volle Gitterbox haben wir mitgenommen. Die anderen, oder die halbleere haben wir im Wald stehen gelassen. Und dann gucken wir, morgen gehen wir nochmal sägen. Denkt dran, uns zu abonnieren, damit ihr auch keine weiteren Videos verpasst. Und lasst auf jeden Fall einen Daumen hoch da.